Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Kunden von Engel Völkers. Herzlich willkommen zu unserem ersten Live-Experten-Interview in diesem Jahr mit vielen Informationen zum Thema Mietrecht. Das Format des Experteninterviews hat sich jetzt in den letzten 12 Monaten bei uns sehr, sehr gut etabliert, sodass wir auch hoffen, in diesem Jahr weitere Veranstaltungen dieser Form mit Ihnen folgen lassen zu können. Und so freut es uns auch, dass wir mit Ihnen heute wieder wahrscheinlich über 100 Gäste bei uns begrüßen können. Und diese Resonanz zeigt uns einfach, dass wir auch mit diesem Thema wieder Ihren Nerv getroffen haben. Freuen sich also mit uns auf 60 informative, interessante Minuten rund um Themen der Mietpreisgestaltung, über Fallstricke in der Mietvertragsgestaltung bis hin zu Möglichkeiten der legalen Beendigung von Mietverhältnissen. Mein Name ist Jan Witte und ich bin bei Engel Völkers mit meinem Team verantwortlich für den Verkauf und die Vermietung sämtlicher Wohnungen und Häuser im Bereich der Hamburger Innenstadt, von der Hafen City bis nach Eimsbüttel. Ich darf Sie begrüßen, auch im Namen meiner Kollegin Carolina Geber, die für den Verkauf und die Vermietung der schönsten Häuser und Wohnungen in den Hamburger Elbvororten verantwortlich ist. Danke, Jan. Hallo, herzlich willkommen. Bevor wir gleich beginnen, 1 bis 2 organisatorische Themen einmal vorweg. Sie können Ihre Kameras gerne eingeschaltet lassen, wenn Sie mögen. Ihre Mikrofone werden jedoch während des Interviews auf stumm geschaltet. Dennoch freuen wir uns natürlich auf Ihre Fragen, die sich im Laufe des Gesprächs ergeben. Nutzen Sie dafür bitte immer die Chat-Funktion, die Sie rechts oben im Menü finden, indem Sie auf die Sprechblase drücken. Sie können dort dann Ihre Fragen loswerden, die wir dann nach dem etwa 45-minütigen Interview dann ebenfalls noch an unseren Experten stellen werden. Das heißt, wir haben 45 Minuten Interviewfragen und dann 15 Minuten Zeit für Ihre Fragen. Damit starten wir auch und ich freue mich, dass wir heute den Rechtsanwalt Dr. Oliver Buss von der Kanzlei RPM Ruge Purka Markowski, Rechtsanwälte aus Kiel, zu Gast haben. Herr Dr. Buss ist ausgewiesener und häufig empfohlener Experte für Miet- und Wohnungseigentumsrecht, insbesondere auch für die Bereiche Maklerrecht, WEG-Recht, Wohnungsverwaltung und Mietrecht, sowohl für Geschäfts- wie auch Wohnraummietverhältnisse, sowie für das Thema Pachtrecht. Herr Dr. Buss, auch an Sie herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie uns und unseren Kunden heute einmal Rede und Antwort stehen. Ja, vielen Dank für die Einladung zu dieser schönen Veranstaltung. Ich begrüße alle Teilnehmer an diesem frühsommerlichen Tag. Ja, freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich würde sagen, wir starten auch gleich rein und fangen vielleicht mit einem kleinen Aufgalopp an zum Thema Mietstreitigkeiten. Herr Dr. Buss, aus Ihrer Praxis, was sind denn die häufigsten Ursachen für Mietstreitigkeiten, die Sie in Ihrer Praxis erleben? Ja, das ist, also ich sag mal, das kann man im Grunde genommen eigentlich kaum zusammenfassen. Das Mietrecht ist ja mittlerweile so zerfasert, so weit geregelt in die kleinsten Verästelungen, also bis hin zu wirklich mikroskopischen Teilfragen, die der Gesetzgeber da zum Gegenstand unterschiedlichster Gesetzgebungsverfahren gemacht hat. Da sind also, ich weiß nicht, hunderte von Seiten Text mittlerweile, die als bloßer Gesetzestext existieren. Anders als bei vielen anderen Rechtsgebieten, im Wohnungseigentumsrecht hat man das zum Beispiel gar nicht. Aber natürlich kommen bestimmte Auseinandersetzungen häufiger vor als andere. So, was also im täglichen, wie soll man sagen, in meinem täglichen Dasein sozusagen am öftesten, am häufigsten vorkommt, sind natürlich Auseinandersetzungen über die Miethöhe. Ja, Fragen, die im Zusammenhang stehen mit Räumungen im weiteren Sinne, Fragen von Kündigungen, ja, wie bekommt man die Leute raus, häufig auch aktiv gefragt. Bisweilen ist es gerade jetzt in der gegenwärtigen Zeit, häufen sich natürlich nach und nach die Fälle, in denen die Menschen mit ihren Mietforderungen nicht so richtig hinterherkommen. Dann hat man häufig die Probleme, kriegt man das Geld oder muss man doch kündigen wegen Zahlungsverzuges, bekommt man die Leute dann auch rausgeräumt. Da gibt es ja auch so besondere Corona-Regelungen, die der Gesetzgeber fabriziert hat und ähnliches. Und dann, ich sag mal, so ständige Dauerbrenner. Das sage ich nicht ohne Selbstmitleid als Anwalt, so Auseinandersetzungen über Nebenkosten oder ähnliche Dinge, also der Kleinkram. Aber eben häufig auch große Fragen, auch im Geschäftsraum Mietrecht. Aber viel hat mit Räumungen, mit Kündigungen und mit Zahlungsrückständen zu tun. Ja, das ist eigentlich das Überwiegende. Gibt es denn bestimmte Fehler oder sagen wir mal Fallstricke, die Sie bei Mietstreitigkeiten in der Praxis besonders häufig erleben? Es ist ja so, dass man als Vermieter nun in manchen Situationen nur unfreiwillig hineinkommt. Ja, also ich kenne die wenigsten Vermieter reißen sich um streitige Auseinandersetzungen mit ihren Mietern. Das Schönste ist ja, gerade wenn man das also sozusagen ein Mietobjekt als Anlageobjekt hat, egal ob nun Wohnung oder Geschäftsraum, da möchte man ja, dass das so im Flow ist. Ja, also man am liebsten, ich sage mal so ein bisschen überspitzt, setzt man sich am Ende des Monats hin oder am Anfang, je nachdem, wann die Miete kommt, zählt sein Geld und hofft, dass der Mieter ruhig ist, ja, keine Mängel auftreten und alles ist gut. Aber das ist, wie soll man sagen, wenn da irgendwie so ein bisschen Bewegung in dieses Gefüge reinkommt, dann hat man eben doch öfter mal so Situationen, wo man als Vermieter so einfach aus einer
ja, aus einer gewissen Nachlässigkeit heraus unter Umständen mal einen Fehler macht. Typischer Fall Eigenbedarfskündigung, die nicht hinreichend beschrieben ist in dem Kündigungsschreiben selber. Das sage ich nicht, um mich da als Anwalt ins Spiel zu bringen, aber ich bekomme alle Nase lang unwirksame Eigenbedarfskündigungen, weil der, obwohl der Grund da ist, der Eigenbedarf da ist, es eben nicht hinreichend bestimmt aufgeschrieben wird. Oder eine Kündigung einfach nicht ordentlich zugestellt wird beispielsweise. Ja, dann wartet man 9 Monate, bis die Kündigungsfrist abgelaufen ist und am letzten Tag der Kündigungsfrist sagt der Mieter, tut mir leid, die Kündigung habe ich gar nicht gekriegt. Ja, nur um mal ein Beispiel zu nennen. Dann sitzt man da und hat mit Zitronen gehandelt, fängt von vorne an, weil man keinen ordentlichen Zustellungsnachweis hat. Ja, oder dass die Parteien im Mietvertrag nicht ordentlich bezeichnet sind, die Unterschriften nicht mit dem übereinstimmt, was oben drin steht und solche Dinge. Also das sind ganz viele so administrative Kleinigkeiten, die sich am Ende in unheimlich große Probleme münden. Das ist aus meiner Sicht eigentlich das Hauptproblem. Eher so dieser Kleinkram, der langsam in die Katastrophe, zur Katastrophe wird. Okay, das hört sich schon danach an, dass es eigentlich darum geht, auch sorgsam zu sein in dem Moment, wo man Verträge schließt und die Dinge halt nicht so allzu laissez-faire durchgehen lässt. Wir haben ja gerade in Hamburg auch den Hamburger Wohnraum-Mietvertrag, der ja häufig genutzt wird. Worauf sollte man denn beim Schließen dieses Hamburger Mietvertrages als Vermieter besonders achten? Gibt es dort bestimmte Empfehlungen von Ihnen, die dort umgesetzt werden sollten? So, also der Hamburger Mietvertrag, es gibt also verschiedene, also es gibt hunderte Mietvertragsformulare, ja, und davon sind die meisten taugen nichts. Also die man, insbesondere die, ich meine, es muss einen Grund dafür geben, warum man das ein oder andere Exemplar mehr oder weniger kostenlos aus dem Internet runterladen kann oder ähnliche Dinge. Das ist also extrem gefährlich, sich mit, also wie soll man sagen, nicht so richtig durchdachten Formularen aus mehr oder weniger zwielichtigen Quellen zu befassen oder die Grundlage für ein Mietverhältnis zu nehmen. So, eine Ausnahme, da gibt es natürlich noch einige wenige andere, ist der Hamburger Mietvertrag, der ist gut. Ja, man kann den gut benutzen. Es gibt überhaupt keinen Grund, jedes Mal das Rad neu zu erfinden oder gar einen Anwalt zu beauftragen, der für den konkreten Fall einen Mietvertrag macht. Wenn man das macht, das kann man natürlich im Einzelfall mal tun. Das führt aber natürlich und führt auch dazu, dass man dann ein relativ schlankes, auf den Einzelfall zugeschnittenes Mietvertragsexemplar hat, also weit weniger Papier und ohne diesen ganzen Quatsch, den man im Einzelfall gar nicht braucht. Die guten Formulare, auch der Hamburger Mietvertrag, die haben natürlich also im Prinzip Vorsorge getroffen für fast alles. Ja, wenn man da nur das rausnehmen würde, was man wirklich braucht, dann wäre der am Ende nur halb so lang. Und trotzdem ist das Ding gut. Er ist immer auf dem aktuellen Stand. Mir sind da eigentlich keine ernstlichen Ausnahmen bekannt. Es passiert natürlich immer mal, die Rechtsprechung sich weiterentwickelt und der BGH in seiner unendlichen Weisheit mal wieder irgendwas für unwirksam erklärt, was vorher berechtigterweise in einem Vertrag drin stand, den man jahrelang verwendet hat, egal ob der nun von Haus und Grund ist oder von Hamburger, beziehungsweise der Hamburger Mietvertrag, das spielt im Grunde genommen, natürlich überholt sich das, die werden dann aber aktualisiert und für die Zukunft werden sie dann neu gemacht und so wie sie sind, sind sie gut verwendbar. Man muss sie eben nur ordentlich bedienen, man muss sie ordentlich benutzen. Ja, Vermieter ordentlich eintragen, Mieter ordentlich eintragen und zwar alle und auch so unterschreiben, dass die Schreiben, die oben auch drinstehen und dass man die Nebenkosten ordentlich macht. Also das Ding muss angepasst werden auf den Einzelfall. Dann ist es aber gut verwendbar. Ich habe da überhaupt keine Bedenken. Ja. Okay, dann mache ich gerne mal weiter zum Thema Mietpreise. Wie funktioniert denn die Mietpreisbremse und inwieweit ist der Hamburger Mietenspiegel bindend für die Mietpreisobergrenze? Also die Mietpreisbremse ist ja erstmal etwas, was bundesweit gilt. Ja, wir haben also eine Situation, die der Bundesgesetzgeber geregelt hat im BGB, im Bürgerlichen Gesetzbuch, wo ja die wesentlichen zentralen Vorgaben über das Mietrecht drinstehen. Da kann man sich also regional sozusagen gar nicht großartig von trennen. Die Berliner haben das mit ihrem bescheuerten Mietendeckel jetzt irgendwie versucht. Das ist eine ganz kuriose Geschichte, die hoffentlich keine Nachahmer findet. Also sage ich jetzt mal so aus Anwaltssicht, der also den Vermieter, ich vertrete wirklich nicht nur Vermieter, aber das ist also, das kann man im Grunde genommen eigentlich auch keinem Mieter zumuten, was die ist ja auch egal, ich will gar nicht vom Thema abkommen. So, diese normale, in Anführungszeichen, normale Mietpreisbremse hat ja damals auch schon gewaltig für Aufregung gesorgt. Die Mietpreisbremse ist etwas, was lokal dort gilt, wo der jeweilige Landesgesetzgeber so eine Verordnung geschaffen hat. So, und da orientiert sie sich dann an dem jeweiligen Mietspiegel.
So, und das ist in Hamburg nicht anders als in anderen Städten, wo es einen qualifizierten Mietspiegel gibt. Daran orientiert sich das dann. Und dann hat man eben diese Auswirkungen, dass man zum Beispiel bei der Vermietung bestimmter Objekte betragsmäßig nicht mehr als 10% beispielsweise nach oben darf, wenn man etwas neu vermietet. Es gibt dann bestimmte Ausnahmen. Ich weiß nicht, wie sehr ich jetzt sozusagen die Frage im Detail beantworten soll, aber im Prinzip ist es so, wenn es eine Mietpreisbremse gibt, und die gibt es da jedenfalls in dem Bereich, den Sie gerade angesprochen haben in Hamburg, dann hat man sich daran zu orientieren, wie der Mietspiegel ist. Und wenn es dann ein qualifizierter ist, davon ist natürlich hier auszugehen, und der ist dann bindend. Also da hat man dann nicht die Möglichkeit zu sagen, so mache ich nicht. Ja. Mhm. Ohne Sanktion. Okay, aber darf man darüber hinaus vermieten? Also die... es gibt ja verschiedene Abstufungen. So, was man also, was der Gesetzgeber schlauerweise also immerhin sich bemüht hat zu tun, ist zu verhindern, dass jetzt also Neubauprojekte deswegen nicht eingestellt werden. Mhm. Und man also sozusagen freigegeben hat, dass das dann nicht gilt bei Neuvermietungen. Also bei sozusagen, ich glaube, das fing an ab Oktober 2014 aufwärts oder in den Situationen, in denen eine mehr oder weniger, das muss man auch sagen, also das Gesetz spricht von umfassenden Modernisierungssituationen, ja, umfassend modernisiert wird, dann darf man auch über diesen 10%, dieses 10% Delta hinausgehen, wenn man so will. So, das wird aber häufig missverstanden. Also man darf jetzt nicht denken, dass wenn man da die Wände frisch streicht und zwei neue Steckdosen einbaut, ich sag's mal so ein bisschen überspitzt, dass man dann in einem Bereich der sogenannten umfassenden Modernisierung landet, die einem dann erlaubt, also mehr oder weniger ungedeckelt nach oben da Miete zu erheben. Es wird also schon erwartet, dass man wirklich substanziell nahe Neubau gleich etwas gemacht hat. Mhm. Gerichte sind ein bisschen unterschiedlich, auch die gesetzgeberische Begründung, aber man spricht also von, ich sag mal, bestimmt einem Drittel der Neubaukosten, die man aufgewendet haben soll, das Kriterium zu erfüllen. Also das ist ein teurer Spaß. Aber dann ist man in einem Bereich, wo man auch darüber hinausgehen darf. Ja. Mhm. Gibt es sonst noch Ausnahmen? Wenn die Mietpreisbremse sie nicht greift? Also im Grunde genommen nein. Also die Voraussetzung, also mal so, das ist die zeitliche Grenze, also Neubau, Erstvermietung nach Neubau, zweite Grenze sozusagen diese umfassende Modernisierung. So, und dann hat man als kleines Extraschmankerl noch, wenn man so will, die Möglichkeit, wenn in den, ich glaube, 3 Jahren vor der Neuvermietung eine Modernisierungsmaßnahme stattgefunden hat, mit einer entsprechenden Modernisierungsmieterhöhung, darf man um diesen Betrag sozusagen diese 10% nochmal erhöhen. Da fängt es aber an, rechnerisch echt kompliziert zu werden. Ja, aber es ist theoretisch in Situationen vorstellbar, in denen man anlässlich eines Modernisierungstatbestandes das Ganze sozusagen nochmal ein kleines bisschen erhöht. Dann gibt es auch zusätzlich noch Regeln, was passiert, wenn also die Vormiete man hat sich ja sozusagen auch an der Vormiete zu orientieren, jenseits dieser Neubau- und umfassenden Modernisierungsproblematik, darf man ja immer nicht mehr als 10% über die Vormiete hinausgehen. Also in diesem Umfeld bewegt sich das. Da sind im Gesetz unheimlich viele Einzelfälle geregelt und auch Auskunftsansprüche des Mieters, die dann brieft wurden, das gab es früher nicht, das ist irgendwann mal nachgeschoben worden, um den Vermieter auch ein kleines bisschen unter Druck zu setzen, dass er Auskünfte zu erteilen hat über die vorherige Vermietungssituation, wenn man denn in dem Bereich ist, in dem man eben nicht die Miete frei wählen kann, ja, nach umfassender Modernisierung. Okay, was passiert denn, wenn ich mich nicht daran halte? Ne? Also welche Folgen kann ein Abweichen vom Mietenspiegel nach oben dann haben für den Vermieter? Also es gibt ja verschiedene relativ feste Deckel, auch in dem Bereich, in dem nun ein Neubau vermietet wird oder nach umfassender Modernisierung vermietet wird. Man sagt, es gibt, das ist eine Regel, Mietpreisüberhöhung nennt sich das, in § 45 Strafgesetz, das ist ein Bereich, wo man theoretisch schon mal reinkommen kann, wenn man also über die ortsübliche Miete mehr als 20% hinausgeht. Das ist ja etwas, was in diesem frei vermietbaren Bereich, sage ich mal, relativ schnell gehen kann. Zusätzliches Tatbestandsmerkmal ist aber dann auch, dass man einen bestimmten engen Wohnungsmarkt sozusagen ausnutzt. Also man hat eine Ausnutzungssituation und 20% Überhöhung, dann ist man in diesem Bereich der Mietpreisüberhöhung, das ist Ordnungswidrigkeit, da kann man Bußgeld für bekommen. Dann gibt es noch den Mietwucher, dann ist man aber wirklich, das ist dann schon für Fortgeschrittene, sage ich mal, wenn man also die übliche Miete um 100% übersteigt und das sittenwidrig ausnutzt, da wird wohl hoffentlich keiner, der zuhört, hinkommen. So, und dann hat man eben diesen Bereich, in dem man, wo die Mietpreisbremse wirkt, man diesen 10%
Aufschlag sozusagen zur Vormiete nehmen kann. Wenn man das übersteigt oder diesen zulässigen Modernisierungszusatzaufschlag, sage ich mal, übersteigt, hat der Mieter einen Anspruch, die Miete, die er überhöht gezahlt hat, zurückzuverlangen. Muss er dann aber auch tun und kann er nur ab dem Zeitpunkt, zu dem er das auch gerügt hat. Ja. Aber den Differenzbetrag, denn also der Gesetzgeber hat das so gestaltet, dass dieser insoweit überhöhte Teil die Vereinbarung unwirksam ist, die Mietpreisvereinbarung, soweit sie eben über den zulässigen Rahmen hinausgeht. Und auf diesem Umweg gestaltet man dann einen Rückforderungsanspruch des Mieters betreffend die überhöhten Mieten. Okay, aber habe ich Sie richtig verstanden? Also damit meinen Sie überhöht mehr als 10%. Und das ist die Grenze, richtig? Richtig. Okay, und dann würde er dann für welchen Zeitraum würde er das dann zurückerstattet bekommen, dann wirklich für den, also auch rückwirkend dann, ne? Naja, also ich sag mal rückwirkend ab dem Zeitpunkt, zu dem er es gerückt hat. So, das ist natürlich in der Regel, das ist ja aber eine praktische Frage des Einzelfalls, aber in der Regel wird ja jemand das rügen und zurückverlangen sozusagen oder verlangen sozusagen, dass es dann angepasst wird ab dem Zeitpunkt seiner Rüge. Wenn er es rügt, und das ist aber ja ein kurioser Fall, der praktisch nicht vorkommen wird, schätze ich mal, also mir noch nicht untergekommen ist, wenn er das jetzt also rügt, und dann 3 Monate wartet, dann kann er natürlich für die Zeit, bis er dann irgendwann die endgültige Aufforderung dem Vermieter zukommen lässt, dass er das Geld wiederhaben will, für die Zeit kann er es dann rückwirkend verlangen. Aber jedenfalls ab dem Zeitpunkt der Rüge. Okay, verstehe. Herzlichen Dank. Können Sie vielleicht noch mal was zu einer Obergrenze sagen, jetzt bei Neubauten oder eben bei Objekten, die jetzt ausgeschlossen sind von der Mietpreisbremse? Ja, die Frage habe ich nun sozusagen mehr oder weniger fahrlässig und ungewollt praktisch weggenommen, indem ich eben gerade schon berichtet habe über diese 20%-Grenze nach dem Wirtschaftsstrafgesetz, die Mietpreisüberhöhung. Das ist das eine, dieser Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand. Das ist etwas, was auch tatsächlich mal vorkommt. Witzigerweise ist das den allerwenigsten Anwälten, mit denen ich zu tun habe, bekannt. Also es könnte viel, viel öfter mal gerügt werden und dann auch auf dieser Basis etwas zurückverlangt werden. Kommt aber ganz selten mal vor, weil 20%, da ist man ja relativ fix. Also das kann ja schnell gehen. Dieser zweite Tatbestand der Sittenwidrigkeit, der wird ganz selten erreicht. Ja, also diesen Aufschlag um 100%, das ist, das kann ich mich in 20 Jahren Berufserfahrung einmal daran erinnern, dass einem Mandanten sowas mal vorgeworfen wurde. Ja, den Fall habe ich dann auch noch gewonnen. wie vermiete ich denn größere Nutzflächen? Jetzt mal ein anderes Thema, zum Beispiel Kellerräume in einem Einfamilienhaus. Wie vermiete ich das richtig? Welche Angaben sind da zum Mietvertrag nötig? Gibt es da besondere Dinge, an die man sich dann als Vermieter halten muss? Also das ist etwas, was tatsächlich in der Praxis gar nicht so wahnsinnig häufig vorkommt, dass Flächen extra vermietet werden. Kann man aber machen. Ja, aber innerhalb eines, also ich, vielleicht habe ich die Frage jetzt auch nicht richtig verstanden, aber also ich habe das jetzt unterstellt, dass es sich darauf bezieht, dass wir beispielsweise ein Einfamilienhaus haben und Teilflächen dieses Einfamilienhauses oder möglicherweise auch Außenbereiche irgendwie gesondert geregelt oder vermietet werden sollen. Das ist etwas, was in der Praxis verhältnismäßig selten vorkommt. Wenn man das so macht, dann kann man, hat man zwei Möglichkeiten eigentlich immer, wenn es um Zusatzflächenräume oder ähnliches geht. Man macht das mit einem gesonderten Vertrag, den man aber typischerweise koppeln sollte, an den eigentlichen Mietvertrag, also auch was die Laufzeiten betrifft, kann ja auch bei einem Wohnraummietvertrag beispielsweise mal befristet sein. Oder man regelt es sozusagen gesondert ausgewiesen und auch bestückt mit einer gesonderten Teilmiete für diese Fläche oder für diese Räume, regelt man es sozusagen in dem betreffenden Mietvertrag mit. Kann man machen. Man kann da auch, also wie gesagt, gesonderte Preise für, das relativ häufig kommt es ja vor, für Stellplätze. Ja, man muss sich als Vermieter aber überlegen, ob man das wirklich machen will. Also oft ist es also so, oder in manchen Situationen bietet es sich womöglich an, bestimmte Flächen, gerade sowas wie Gartenflächen, dem Mieter unentgeltlich in Anführungszeichen zur Nutzung zu überlassen und das auch im Mietvertrag ausdrücklich auszuweisen mit dem Hintergedanken, dass man es ihm dann auch in Anführungszeichen jederzeit wieder wegnehmen kann, was man ja nicht könnte, wenn man es zum normalen Gegenstand der entgeltlichen Miete machen würde. Ja, wenn also eine theoretische Situation vorstellbar ist, dass bestimmte Flächen im Außenbereich zum Beispiel abgetrennt und gesondert bebaut werden sollen oder ähnliches, oder man bestimmte Dachbodenbereiche freimachen möchte, um irgendwann aufzustocken oder neue Wohnungen zu schaffen, dann ist es immer gut, wenn man das im Mietvertrag von vornherein sozusagen schon so regelt, dass diese Flächen zwar gesondert möglicherweise überlassen werden, aber eventuell eben unentgeltlich oder man das irgendwie in die andere Miete mit einpreist. Ist ein bisschen eine Frage des Einzelfalls, wie man das am geschicktesten hinbekommt. Sie sprachen eben von dem Fall, dass es getrennt ist, ne, die Nutzfläche.
dass man das separat vermietet. Aber wie verhält es sich dann mit der Situation, dass es Teil davon ist? Was muss ich als Vermieter beachten? Ne? Wenn es jetzt, es geht jetzt um die Abgrenzung konkret der Nutzfläche zur Wohnfläche. Sind dafür besondere Angaben im Mietvertrag nötig, wenn es sich halt um keine Wohnfläche handelt? Ja, zweckmäßigerweise sollte natürlich im Mietvertrag möglichst konkret ausgewiesen werden, welche Teile der überlassenen Fläche nun Wohnfläche sind und welche Teile Nutzfläche sind. Das kann ja auch eine Rolle spielen bei der Frage, ob das nun sozusagen wie hoch die Quadratmeter Miete für die Wohnfläche ist und was man eben sonst noch sozusagen zusätzlich wenn nun man mit einer bestimmten Miethöhe zu kämpfen hat, die man nicht überschreiten möchte. Mhm. In den Fällen wäre es natürlich schon zweckmäßig, das gesondert auszuweisen und auch möglicherweise mit einer gesonderten Miete zu bepreisen. Was man jedenfalls nicht machen kann, ist Nutzflächen als Wohnflächen auszuweisen und mit einer entsprechenden Miete zu belegen. Das mündet dann sozusagen faktisch nachher in einen Mangel des Mietobjektes, mit der Folge, dass der Mieter dann eben auch entsprechende Ansprüche geltend machen kann. Ja, man kann als Vermieter jedenfalls Nutzflächen nicht zu Wohnzwecken vermieten. Die sind dafür in aller Regel ja auch nicht genehmigt. So, also das Zweckmäßigste, was man machen kann, ist, dass man in dem Mietvertrag selber die Wohnflächen als Wohnflächen ausweist, die Nutzflächen als Nutzflächen ausweist. So, und dann ist die Frage, beziffert man das, unabhängig von der Frage, wie nun die Miethöhe jeweils ausgestaltet ist für diese Bereiche. Ja. Beziffert man das auch mit Quadratmetern, was man machen kann, sowieso irgendwie machen muss, um die Nebenkosten auch ordentlich abrechnen zu können. Aber man muss eben dabei auch im Hinterkopf haben, dass eine falsche Bemaßung eben auch Nachteile haben kann, weil jenseits bestimmter Differenzbeträge, die so gerade noch als zulässig betrachtet werden, es eben ganz schnell auch als Mangel des Mietobjektes angesehen werden kann, wenn man von den Flächen abweicht. Ja. Mhm. Alles klar. Dann habe ich noch eine weitere Frage, und zwar, welche Spielregeln gibt es für die Modernisierung von vermieteten Wohnungen? Darf ich jetzt als Vermieter frei über die Modernisierung bestimmen? Also, ich darf als Vermieter im Grundsatz frei bestimmen, ob und wie ich mein Objekt modernisiere. Ja, das ist eine Frage, was man unter einer Modernisierung versteht. Modernisierung ist ja etwas, was über die normale Instandsetzung hinausgeht. Und da gibt es also verschiedene Kriterien im Gesetz, was man darunter, also das ist das, was man sozusagen laienhaft sofort meinen würde, als Modernisierung zu verstehen, ist dann meistens auch eine, sowas wie, ich sag mal, alles, was zur Energieersparnis beiträgt, so diese leidigen Wärmedämmverbundsysteme, neue Fenster, neue Türen, Fahrstuhleinbau und solche Dinge, aber eben auch Dinge, von denen man auf den ersten Blick gar nicht so richtig glauben würde, dass das etwas ist, für das man die Kosten dann irgendwie auf den Mieter auch umlegen kann. Also neue Küche kann man einbauen, wenn man da Lust zu hat als Vermieter. Ja, kann man ja auch benutzen als Instrument, wenn man mit dem Mieter mal nicht so ganz glücklich ist. Ich will nicht unseriös wirken, aber sowas gibt es ja. Mhm. Ein neues Badezimmer, dass man dem Mieter also mehr oder weniger aufdrängt, um es dann auf dem Umweg über den Mieter eben auch ein Stück weit zu refinanzieren. Ja. Mhm. Alles klar. Also, ja? Das wird ja vielfach auch gerügt. Ich meine, wer die Presse verfolgt und mit offenen Augen und Ohren Nachrichten liest und sich beziehungsweise sich auch anschaut, dem kommen ja immer wieder solche Situationen unter, wo das also sozusagen in Heuschreckenmanier irgendwie gerügt wird, dass also es unbotmäßig ausgenutzt wird, diese Modernisierung, um den Mieten also zu erhöhen und zu erhöhen und zu erhöhen, bis es irgendwann praktisch nicht mehr zu ertragen ist. Entweder mit dem Ziel, wirklich das zu refinanzieren oder die rauszubekommen. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Ja, aber im Grundsatz lässt das Gesetz es relativ weitgehend zu, dass man Modernisierung dem Mieter aufdrängt und er das auch hinzunehmen hat. Er hat es zu dulden und er hat dann, wenn man es als Vermieter ordentlich anstellt, natürlich auch die Kosten anteilig zu tragen. Okay, aber jetzt noch eine letzte Frage. Also ich dürfte jetzt theoretisch 70.000 Euro für die Renovierungskosten auf die Mieter umlegen, selbst wenn ich weiß, dass der Mieter die Summe nicht aufbringen kann. Ja, also innerhalb relativ weitgehender Parameter, ja, es gibt eine, wie soll man sagen, dem Sozialstaatsprinzip entsprungenes, eine entsprungene Auffangregelung, sage ich mal. Also aus Sicht des Mieters eine begründete, da hängt die Latte aber ziemlich hoch, wenn es eine unzumutbare Härte ist, wie es im Gesetz heißt, ja, und er das auch belegen kann. Dann ist irgendwo der Punkt da, wo ein Mieter ausnahmsweise sozusagen diesen Erhöhungstatbestand verweigern kann. Da muss aber viel passieren.
Ja, also im Grundsatz hat es also mit der Höhe, ich meine, die Umlage ist dann im Zweifelsfall ja relativ komplex zu errechnen und auf die jeweilige Wohnung und die jeweiligen Mieter umzulegen. Da muss man ein bisschen Rechenarbeit leisten als Vermieter. Aber das hat dann mit der Höhe des Betrags am Ende im Grundsatz erstmal nichts zu tun. Also ob das eine Maßnahme ist, die 7.000 Euro kostet oder 70.000 Euro, spielt dann von der rechtlichen Grundstruktur her keine Rolle. Geht. Dann sind wir schon mittendrin im Thema, wie beendet man möglicherweise auch Mietverträge. Auch diese Frage wird an uns in der Praxis immer wieder angestellt oder angetragen, auch im Zusammenhang mit möglichen Verkäufen von Wohnungen. Vielleicht können Sie einmal skizzieren, Herr Bus, welche gängigen Kündigungsmöglichkeiten für den Vermieter es denn grundsätzlich gibt. Also, ich sag mal, es gibt im Grunde genommen eigentlich drei verschiedene Arten, wie so ein Mietvertrag enden kann. Es ist ja gerade bei Wohnraum relativ selten, dass ein Mietvertrag mal befristet ist, aber es gibt ja auch bei Wohnraum Befristungsmöglichkeiten. Dann ist es ein befristetes Mietverhältnis, dann läuft das Ding aus, da muss man gar nichts machen. Irgendwann ist plötzlich Schluss. Und zwar von heute auf morgen. Oft genug merken die das gar nicht, ja, und machen dann einfach weiter. Dann wandelt sich das Ganze mehr oder weniger ungewollt um in ein unbefristetes Mietverhältnis. Und bei, das ist ja dann sozusagen die andere Art, bei unbefristeten Mietverhältnissen ist es eben so, die können enden quasi durch Aufhebung, das kann man befristet natürlich auch machen, oder durch Kündigung. Und bei Kündigung gibt es eben zwei Möglichkeiten, fristlos Kündigung oder fristgerecht. Für eine fristlose Kündigung braucht man also schon eine relativ stattliche Pflichtverletzung des Mieters, kann aber im Einzelfall auch relativ zackig gehen, dass man da ankommt. Und bei den ordentlichen Kündigungen ist eben zu unterscheiden. Also bei Wohnraummietverhältnissen, das wissen die meisten Vermieter, braucht man ein sogenanntes berechtigtes Interesse. Das kann bestehen in irgendwelchen Pflichtverletzungen, die mindestens nicht unerheblich sein müssen. Das ist wieder so ein vager Begriff, den der Gesetzgeber da reingeworfen hat. Ja, kommt auf einen Einzelfall an. Nicht unerhebliche Pflichtverletzungen, Eigenbedarf, klassischer Fall, oder die sogenannte Verwertungskündigung. Ja, das wird auch häufig missinterpretiert, sage ich mal, aus Vermietersicht, dass man immer denkt, ach, Verwertung ist ja auch, ich will es verkaufen und dann kündige ich mal, damit ich das dann also ohne Miet loswerde. So einfach ist es natürlich nicht. Das ist eigentlich eines der Hauptprobleme und die Hauptursache für vorgetäuschte Eigenbedarfskündigung, wenn man das mal so sehen will. Aber das sind im Prinzip die Arten. Also Aufhebungsvertrag, auslaufen durch Befristung oder Kündigung und dann entweder fristlos oder ordentlich. Ja, bei Geschäftsraum braucht man die ordentliche Kündigung nicht zu begründen, braucht man auch kein berechtigtes Interesse vorzubringen. Da schreibt man einfach, ich kündige, Punkt, ja, zwei Wörter und das Problem ist also gelöst. Einen Spezialfall darf ich vielleicht noch anführen für die Situation, in der wir ein Haus haben mit nicht mehr als zwei Einheiten. Und eine davon wird vom Vermieter selbst bewohnt. Das ist diese sogenannte erleichterte Vermieterkündigung. Da bedarf es nicht dieses eben von mir erwähnten berechtigten Interesses, also keine Pflichtverletzung, keine Verwertungssituation, keine Eigenbedarfssituation, sondern da muss man als Vermieter schlicht und ergreifend sagen, ich kündige, ich brauche kein berechtigtes Interesse. Das Einzige, was man machen muss, ist, auf diese Regelung hinzuweisen, dass man sozusagen von diesem erleichterten Vermieterkündigungsrecht Gebrauch macht. Das Ganze wird zugunsten des Mieters quittiert mit einem Aufschlag von 3 Monaten auf die Kündigungsfrist. Aber in der Situation weiß man zumindest, wenn man es richtig macht, greift das auf jeden Fall durch, ohne weiteres berechtigtes Interesse. Aber die Möglichkeit gibt es im Prinzip. Ja. Ich denke, Eigenbedarfskündigung und so weiter ist den meisten Gästen hier auch bekannt. Und das Thema Verwertungskündigung, können Sie das vielleicht einmal erläutern, was sich dahinter genau verbirgt? So, Verwertungskündigung. Also Situation, in der das Objekt also praktisch nicht mit zumutbarem Aufwand nutzbar ist. Ja, also keine wirtschaftlich sinnvolle Verwertung mehr möglich und entweder abgerissen werden muss, das ist also so dieser typische Fall der Abrisskündigung, oder eben, wie soll man sagen, der Kernsanierung, so dass der Mieter eben nicht drin bleiben kann. Es ist aber nicht so, dass man einfach als Vermieter sagen kann, okay, ich muss das Ding abreißen oder ich möchte das Ding abreißen, Bunker da, und deswegen müssen die jetzt alle raus. Das wäre zu einfach, sondern es muss eben auch mit Zahlenmaterial hinterfüttert werden. Also man muss es auch in der Kündigung, wenn man will, dass es wirksam ist, belegen und relativ detailliert ausführen mit so einer Art Wirtschaftlichkeitsberechnung, warum es nicht möglich sein soll,
dieses Objekt wirtschaftlich zweckmäßig zu nutzen. So, deswegen ist die Verwertungskündigung etwas, wo man also relativ viel Grips reinstecken muss und relativ viel Aufwand reinstecken muss, und man will, dass sie wirksam ist. Es muss so gestaltet sein, dass der Mieter, wenn er das bekommt, für sich sozusagen auch unter Hinzuziehung von Hilfe, möglicherweise anwaltlicher Hilfe, erkennen kann, ja, da ist wirtschaftlich was dran. So, immer vorausgesetzt natürlich, der Vermieter sagt die Wahrheit und das, was da drin steht, stimmt auch. Ja, aber das ist der Grund, warum diese Verwertungskündigungen in der Praxis extrem unangenehm sind. Also noch unangenehmer als Eigenbedarfskündigungen. Die sind ja oft, also immer, wenn es eine Eigenbedarfssituation gibt, dann ist eine Eigenbedarfskündigung eigentlich kein Hexenwerk, muss vernünftig begründet werden, aber dann ist gut. Ja, aber diese Verwertungssituationen, die sind in der Praxis extrem unangenehm. Hört sich zumindest schon mal komplizierter an, als es der Begriff alleine erstmal vermuten lässt. Sie sprachen auch davon, dass es ja die Möglichkeit der außerordentlichen Kündigung gibt. Was sind denn spezielle Gründe, um außerordentlich kündigen zu dürfen? Also das Gesetz sagt ganz allgemein, es bedarf einer erheblichen vertraglichen Pflichtverletzung des Mieters. So, da ist im Prinzip erstmal der Ausgangstatbestand und das kann alles Mögliche sein. Das Gesetz regelt einige besondere Konstellationen, die jeder Vermieter kennt, die auch immer wieder in der Praxis mal vorkommen. Eine davon ist zum Beispiel der Zahlungsverzug. Das ist etwas, was besonders häufig vorkommt. Da werden aber auch besonders viele Fehler gemacht, komischerweise. Das Gesetz sagt, also es wird vermutet, dass also eine so besonders schwere vertragliche Pflichtverletzung vorliegt, wenn im Wesentlichen in zwei verschiedenen Konstellationen ein Niedrigstand da ist, nämlich wenn der über eine Zeit von mehr als 2 Monaten aufläuft, dann ein Niedrigstand erreicht wird von jedenfalls 2 vollen Monatsmieten, ja, netto, Nebenkosten spielen da üblicherweise keine Rolle, oder, und das wird häufig verkannt, wenn ein Niedrigstand sich aufbaut über einen Zeitraum von 2 Monaten, ja, die aufeinander folgen, dann reicht ein Niedrigstand von mehr als 1 Monatsmiete. Es bedarf also keinesfalls eines Rückstandes, also wenn wir jetzt also sagen, im Mai und im Juni 2020 hat der Mieter nicht gezahlt, so, dann ist die Sache bombenklar. Volle Mieten nicht gezahlt, ja, Mai, August und dann im November nochmal und in der Summe sind es 2 Monate, sind 2 volle Monatsmieten, ist auch alles gut. So, aber wenn man jetzt in den Monaten Mai und Juni beispielsweise, da fehlt im Grunde genommen, reicht es, wenn 1 Monatsmiete plus 1 Euro, meinetwegen auch nur 1 Cent, ja, kommt ja nicht vor, ja, fehlt, etwas mehr als 1 Monatsmiete, dann reicht das für eine fristlose Kündigung aus. So, dazu kommen natürlich alle möglichen anderen Tatbestände, die immer wieder mal vorkommen, beispielsweise der Mieter zahlt seine Mietsicherheit nicht, wenn er da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, er kann das mit einer Bürgschaft machen oder mit einem verpfändeten Konto oder eben als Barsicherheit, die er dann, das ist sein Recht, ratierlich zahlen darf, die erste mindestens beim Einzug, aber wenn er mit jedenfalls 2 Raten, also mit den Folgeraten dann in Verzug gerät beispielsweise, dann ist genau wieder dieselbe Situation, fristlose Kündigung möglich. Dazu kommen alle möglichen anderen Situationen, die man als Vermieter unter Umständen auch ein kleines bisschen konsequent herbeiführen kann. Der Mieter macht nicht mit, wenn es um Besichtigungen geht. Ja, Besichtigungen zum Beispiel bei der Neuvermietung oder beim Verkauf, wenn das Objekt verkauft werden soll, der Mieter hat das zu dulden. Wenn er das nicht macht, kann er abgemahnt werden. Wenn er trotz Abmahnung und Kündigungsandrohung nicht mitspielt, dann kann fristlos gekündigt werden. Das können ähnliche Dinge auch sein. Ich habe also relativ häufig so Situationen, in denen, was weiß ich, die Mieter nicht zulassen, dass der Heizkostenableser reinkommt oder irgendwie so ganz banale Alltagssituationen. Wenn das beharrlich nicht machen und abgemahnt werden, das ist üblicherweise die Voraussetzung, außer beim Zahlungsverzug, dann kann das durchaus Anlass geben, das Mietverhältnis auch fristlos zu kündigen. So, und dann die Extremfälle natürlich, ne? Vermieter wird bedroht, beschimpft oder andere Mieter werden bedroht und beschimpft, also was im Einzelfall aber eher selten mal vorkommt. So, aber eben erhebliche vertraglich, schwerwiegende vertragliche Pflichtverletzungen, die praktisch jeder Art sein können. Vernachlässigung des Objektes ist auch sowas, ne? Wenn Sie so Messi haben, kann auch mal sein. Und wir sprachen eben gerade auch schon an das Thema befristete Mietverträge. Ist ja durchaus auch immer ein Weg, Vermieter versuchen, einen Mietvertrag für 2 Jahre zu befristen, mit der Absicht, es dann zum Beispiel zu verkaufen, vielleicht auch, weil dann die 10 Jahre Spekulationsfrist drum sind. Welche Voraussetzungen gibt es denn, um einen Mietvertrag rechtsgültig auch befristen zu können und zu dürfen? Ja, also ich sage mal so, man kann es befristen, ein Mietverhältnis, wenn es sozusagen einen Befristungsgrund gibt, § 575 BGB, und da schreibt, also entweder für die beabsichtigte Eigennutzung, für die Überlassung an eine,
ich sag mal, Hilfsperson, zum Beispiel eine Pflegekraft oder sowas ähnliches, ja, über die klassische Eigenbedarfssituation hinaus, für den beabsichtigten Abriss oder die Verwertung des Objektes. Man muss es im Mietvertrag ordentlich schreiben. Es sollte idealerweise der Wahrheit entsprechen. Und es ist eben so, dass der Mieter relativ, also eine Zeit lang vor Ablauf dieses Befristungszeitraums vom Vermieter verlangen kann, die Mitteilung, dass oder ob dieser Befristungsgrund noch fortbesteht. Und wenn er denn nicht mehr fortbesteht, dann wandelt sich in der Sekunde, in der das sozusagen preisgegeben wird, in dieses befristete Mietverhältnis um in ein unbefristetes Mietverhältnis. Ja, also was, man muss es jedenfalls einigermaßen vernünftig auch tatsächlich ausführen. Also wenn man es nicht hinreichend bestimmt in den Vertrag reinschreibt, dann kann man sich den Spaß auch sparen. Ja, also wenn man einfach nur reinschreibt, Eigenbedarf, dann bringt das nichts. Dann ist das unwirksam und ist von vornherein ein unbefristetes Mietverhältnis. Genau das will man ja nicht haben. Also deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein und ein kleines bisschen akribisch arbeiten. Muss denn bei einem befristeten Mietvertrag der Mieter vor Ablauf dieser Frist nochmal gesondert benachrichtigt werden oder läuft der Mietvertrag dann automatisch aus? Also es ist wie mit jedem normalen, in Anführungszeichen befristeten Mietverhältnis, so wie es auch bei Geschäftsraum ist und wie ich auch eben schon einmal kurz erwähnt hatte, am Ende ist es ein Vertrag auf Zeit und da ist wohl jeder Vertragspartner selbst gehalten, darauf zu achten, dass diese Zeit oder wann diese Zeit abläuft und was dann passiert. Das heißt, wenn man dann einfach diesen Zeitpunkt verpasst, hat man ein kleines bisschen Pech gehabt. Also für den Mieter hat das dann die Folge, dass es sich unbefristet fortsetzt. Das ist ja etwas, was der Mieter häufig gerne haben möchte. Wenn er will, dass es dann auch endet. Es gibt ja, das wird ja häufig übersehen, auch Befristungstatbestände, die für den Mieter eigentlich ganz gut sind. Häufig, es gibt ja Mieter, die das wollen, ja, die auch wollen, dass es befristet ist. Aber der Mieter wird ja also sozusagen gegen seinen Willen vom Gesetzgeber geschützt. Da muss jeder zusehen, dass er darauf achtet. Ja, da ist man selbst gefordert, dann ist halt Schluss. Wenn ein Mietvertrag zu Ende geht, ist ein ganz häufiges Thema, was wir in der Praxis auch immer wieder erleben, das Thema, in welchem Zustand übergebe ich die Wohnung denn jetzt eigentlich wieder zurück? Das heißt, das Thema der Schönheitsreparaturen ist ein Dauerbrenner bei uns, gerade wenn es um die Rückgabe von Wohneigentum geht und von Mietwohnungen geht. Zu welchen Reparaturen oder Schönheitsreparaturen ist denn der Mieter verpflichtet und welche sind nicht notwendig und explizit auch zum Mietvertragsende hin gefragt, wenn eine Wohnung übernommen wurde in einem renovierten Zustand, wie muss der Zustand dann bei Auszug sein, reicht, wenn es gestrichen ist oder muss man nur streichen, wenn es auch wirklich erforderlich ist? Also ich sage schon, Schönheitsreparaturen ist ein Thema, das natürlich ist so eine Art Dauerbrenner. Ja, man muss sich also Folgendes vor Augen halten. Die gesetzgeberische Ausgangslage ist, dass der Vermieter für die gebrauchstaugliche Überlassung des Mietobjektes verantwortlich ist. Das ist die Hauptleistungspflicht des Vermieters, ja? Das Objekt in einem gebrauchsgeeigneten Zustand zu überlassen und es in diesem Zustand zu halten. Das wird häufig übersehen. So geht der Satz weiter, Paragraph 535 BGB. So, und weil das die originäre, eigentlich Kernaufgabe des Vermieters ist, ist es so, dass der Mieter Schönheitsreparaturen eigentlich nicht machen muss, sondern er muss sie nur dann machen, wenn man in Abweichung von der gesetzlichen Ausgangslage mit ihm eine Regelung trifft. Und diese Regelung, das sind eben häufig diese sogenannten Schönheitsreparaturklauseln oder Dekorationsklausel, der Begriff hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Ja, das heißt, der Mieter muss nur dann etwas machen, wenn er wirksam dazu verpflichtet ist. Nun sind die Anforderungen, die die Rechtsprechung über die Jahrzehnte an die Wirksamkeit solcher Klauseln gesetzt hat, immer höher und immer, immer strenger geworden. So, und daraus hat sich jetzt also alles Mögliche, also so eine Art Kriterienkatalog ergeben, den man abarbeiten sollte, wenn man eine wirksame Schönheitsreparaturklausel haben will. Das sind ja alles Formularverträge. Das macht die Sache nun sozusagen zusätzlich noch schwierig. So, das heißt, es muss erstens drinstehen, dass der Mieter die Schönheitsreparaturen macht und dann, viel mehr muss es eigentlich gar nicht. Ja, die üblichen Schönheitsreparaturen würde schon fast reichen. Dann schreibt man ja häufig dazu, streichende Wände, streichende Fußleisten, streichende Leitungen, ja, und so weiter, ähnliche Holzteile und so. Das würde ich also nicht so ausgedehnt machen und dann ist das im Prinzip erstmal in Ordnung. Es darf eben aber alle möglichen Klauseln nicht enthalten, die häufig in alten Verträgen noch drin sind und die vermieterseits häufig auch gewünscht werden. Farbwahlklausel,
Darf man nicht machen, sondern man muss es dem Mieter auch weiß, darf man nicht schreiben. Es muss dem Mieter eben freigestellt sein, dass er in einer sozialverträglichen Farbe streicht. Also helles Beige ist erlaubt, helles Grau ist erlaubt, ja, helles Rosa sicher nicht mehr, irgendwo da ist die Grenze. Keine starren Fristenkataloge, sondern nur, wenn der Gebrauchszustand des Objektes es erlaubt. Keine Endrenovierungsklauseln, ganz wichtig. Viele Mietverträge haben am Ende immer noch so diesen kleinen Zusatz. Ich fühle mich immer erinnert, irgendwie, ich weiß nicht, ob noch einer dabei ist, der, wie ich, sich durch sein großes Latin gequält hat. Ja, Cato der Ältere in seinem Satz Carthaginem esse delendam, das immer hinten dran noch mal geklatscht, irgendwie so eine blöde Aussage. Bei den sonstigen Regelungen im Mietvertrag, am Ende ist es gestrichen zurückzugehen. So, dieser Satz macht alles kaputt. Ja, geht also auch nicht. Keine Fachhandwerkerklausel. Ja, man muss dem Mieter schon das Recht belassen, dass er es auch selber macht. Fachgerecht natürlich. Ja, diese ganzen einzelnen Regelungen machen diese Schönheitsreparaturklausel unwirksam. So, das Letzte, was dazugekommen ist, ist die Geschichte mit dem renoviert überlassen. Das hat der BGH vor ein paar Jahren praktiziert oder fabriziert vielmehr. Ja, das heißt, sowieso ist eine Schönheitsreparaturklausel, selbst wenn sie alles das beachtet, was ich gerade gesagt habe, nur dann wirksam, wenn ihm der Mieter das Objekt beim Beginn renoviert oder renovierungsgleich überlassen wurde. Und das ist ernst zu verstehen. Also wirklich, ja, wenn da also Gebrauchsspuren sind, auch in Teilbereichen, dann haut das nicht mehr hin. Außer der Mieter wird gleichzeitig einen Nachlass oder ein Ausgleich gewährt. Ja, 3 Monate umsonst am Anfang. Oder einen Zuschuss zu den Renovierungskosten. Da ist also ein breiter Strauß an Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber es muss, im Grundsatz muss es immer wieder überlassen werden. Es muss eine Klausel da sein. Die Klausel muss wirksam sein. Die Klausel darf nicht diese von mir gerade exemplarisch hervorgehobenen Einzelregelungen enthalten. Ja, und man muss dabei als Vermieter bitte, bitte im Auge haben, dass man in den Vertrag reinschreibt, der Vermieter führt die Schönheitsreparaturen nicht durch. Ganz wichtig, existenziell. Ja, man muss sich nur mal vorstellen, man hat 20 Jahre oder 15 oder 10 oder 8 Jahre vermietet an eine Familie mit 4 Kindern und hat eine unwirksame Schönheitsreparaturklausel und es steht nicht drin, dass der Vermieter es jedenfalls nicht machen muss. Dann passiert nämlich Folgendes, weil das ist das, was der Gesetzgeber was ursprünglich mal intendiert hatte, dann ruft der Mieter nämlich irgendwann an und sagt, hallo lieber Vermieter, streich doch mal durch. So, und der Mieter, der muss gar nichts machen, der muss nicht mal ausräumen. Ja, der lässt sich, wie soll man sagen, der fragt, an welchem Hotel er so lange wohnen darf, wann er wiederkommen darf, wann das fertig ist und dann Attacke. Ja, dann kann der Vermieter ran. Damit schließt sich so ein Stück weit der Kreis zu unserer Einstiegsfrage, welche Fallstricke es gibt. Und es ist, glaube ich, ein sehr schönes Beispiel für, man muss die Dinge einfach klar in den Verträgen wirksam mit formulieren, um dann solche Situationen möglicherweise nicht heraufzubeschwören. Die Zeit rennt, was soll ich sagen, Herr Butz? Und wir haben unzählig viele Fragen im Chat. Und ich denke, wir sollten dazu übergehen, die Fragen auch einmal durchzugehen. Vielleicht immer mit der Bitte um kurze Antwort. Wir versuchen, alle Fragen durchzugehen. Die Fragen, zu denen wir nicht kommen, dort werden wir im Nachgang noch zu Ihnen Kontakt aufnehmen. So fragt Frau Danschke, das war gleich mit die erste Frage. Aktuelles Thema, wir haben Corona, mein Mieter verliert seinen Job, zahlt möglicherweise die Miete nicht. Was kann ich tun? Also, diese Corona-Gesetzgebung ist irgendwie so ein Kapitel für sich. Der Gesetzgeber hat sich in letzter Zeit also nicht hervorgetan, meiner Meinung nach, durch besonders brauchbare Regelungen, die da produziert wurden. Das ist also, ich sag mal, das, was jedenfalls bezogen auf die Mietzahlung und die Kündigung von auch Wohnraum, aber auch Geschäftsraummietverhältnissen geregelt wurde. Das bezieht sich im Wesentlichen auf die Monate April bis Juni 2020. Danach hat sich eigentlich, was das betrifft, nichts mehr getan. Aber es gibt immer noch Streitigkeiten, die sozusagen auf diesen Zeitraum zurückgehen. Denn da für diesen Zeitraum war ja geregelt, dass wenn die Mieter nicht bezahlen, sie dann nicht gekündigt werden dürfen. Das unter der Voraussetzung, dass also dieser Mietrückstand Corona-bedingt entstanden ist und das vom Mieter auch glaubhaft gemacht wird. Ja, die Situationen, in denen die Mieter das wirklich glaubhaft gemacht werden und das tatsächlich eingetreten ist, sind mir praktisch nicht untergekommen. Das ist also fast alles nur hilflose Versuche. Und jenseits dessen ist es also so, dass selbst für den Zeitraum die Miete geltend gemacht und noch angeklagt werden kann. Es ist nur die Frage, ob das Sinn ergibt, weil die Mieter dann eben häufig das ja tatsächlich nicht bezahlen können. Man klagt also irgendwas an, man weiß, man kriegt Recht, aber man kriegt das Geld am Ende nicht. Muss man sich überlegen, ob das im Einzelfall Sinn macht. So, aber jenseits dieser 3 Monate gibt es also keine Rechtfertigung mehr, Kündigung nicht auszusprechen. Es gilt der alte juristische Grundsatz, Geld hat man zu haben. Das klingt, wie soll man sagen,
Überheblich soll es aber nicht, sondern es hat jeder seine vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Die Vermieter haben ja häufig auch vertragliche Verpflichtungen gegenüber Banken und Finanzierern einzuhalten, sind eben auch darauf angewiesen. So, wenn der Mieter nicht zahlt, dann ist es im Grunde genommen rechtlich egal, ob der Grund in der Corona-Krise liegt oder in irgendwelchen anderen Umständen. Man kann ja auch ohne Corona arbeitslos werden. Also es geht das. Vorhin schon besprochenen Kündigungsmöglichkeiten, wenn ein Mietrückstand dann nachher aufläuft. Herr oder Frau Straub hat eine spannende Frage, und zwar ist hier die Frage, ob weiterhin durch eine möblierte Vermietung die Mietpreisbremse umgangen werden kann. Also das Thema Möblierung ist etwas, was immer wieder mal auftaucht. Man kann, ja, also kann man, aber man muss es dann auch richtig machen. Ja? Also es gibt die Möglichkeit, mit Möblierungsaufschlägen sozusagen über die von mir vorhin erwähnte Grenze sozusagen hinauszugehen. Die Frage ist immer, wie doll. Nun sind wir also ganz viele, das will ich jetzt also dem oder der Zuhörerin hier also nicht unterstellen, aber es gibt halt immer wieder die Fälle, in denen das sozusagen nur als Vehikel benutzt wird, um diese Regelungen zu umgehen, indem sozusagen Aufschläge genommen werden, die also das zum Teil kahle Mobiliar nicht rechtfertigt. Ja, aber wenn man es richtig macht, dann funktioniert das. Um es richtig zu machen, muss man aber wissen, dass dieser Möblierungsaufschlag wirklich relativ detailliert zu berechnen ist. Es also wird ausgegangen von dem Zeitwert des jeweiligen Mobiliars zum Zeitpunkt der Begründung des Mietverhältnisses, also nicht der Neuwert. Das ist also häufig schon ein Problem, weil Möbel häufig nach ein paar Jahren nicht mehr allzu viel wert sind, rein faktisch. Ja, man kann ausgehen auch von den steuerlichen Abschreibungsfristen, also wird häufig von 10 Jahren ausgegangen, bei besonders hochwertigen Möbeln kann man vielleicht auch ein bisschen mehr nehmen. So, und dann muss man eben sehen, ja, wenn also ein Schrank, der 1.000 Euro gekostet hat, fällt auch nur noch von 5.000 Euro aus. So, und davon dann 2%, das ist der übliche Ansatz. Also es sind kleine Beträge. Ja, nun hat man ja selten mal einen Schrank stehen, der 5.000 Euro kostet. Aber wenn man das Mobiliar auf diese Art irgendwie zusammenzählt, dann kommt da schon ein kleines bisschen was zusammen. Ja, also der übliche Wert ist die steuerliche Abschreibung. Wenn einem nichts Besseres einfällt, 10 Jahre, manchmal sogar ein bisschen mehr, um den aktuellen Zeitwert zu errechnen. So, und dann sagt man davon 2%. Das ist so das gängige Maß, wenn einem nichts Besseres einfällt. Ja. Und damit ist, glaube ich, auch ein Irrglaube, den wir am Markt auch immer wieder erleben, damit ausgeräumt, und zwar, dass die Möblierung die Mietpreisbremse an sich nicht umgeht, sondern dass die Möblierung selber bepreist wird und man sich natürlich weiterhin in gewissen rechtlichen Rahmen letztendlich zu bewegen hat. Es gibt ja eine sehr, sehr interessante Frage noch von Herrn Michael Könniger. Wenn wir in der Neustadt in Hamburg uns befinden, durchaus eine gute, attraktive Lage, und der Mietpreis beträgt gerade mal 4,20 Euro pro Quadratmeter. Jedes Mieterhöhungsverlangen wird allerdings mithilfe des Mietervereins abschlägig beantwortet und wird auch negativ letztendlich beschieden. Wie schafft es Herr Könniger, auf die ortsübliche Miete hochzukommen, denn die liegt definitiv nicht bei 4,20 Euro in der Neustadt, egal in welcher Straße wir uns dort befinden. Ja, also das will ich mal schwer hoffen, dass die ortsübliche Vergleichsmiete tatsächlich in dem Punkt höher ist als dieser gerade eben genannte, ja, lustige, niedliche Betrag. Aber das hat man natürlich bei langjährigen Mietverträgen mal. Also ich kenne die genaue Ursache jetzt natürlich nicht. So, es gibt für Mieterhöhungen klare gesetzliche Regelungen. So, nun ist das natürlich in bestimmten Bereichen, in denen es da auch wiederum durch Landesverordnung Erschwerungen gibt, wiederum strengere Grenzen, Stichwort Kappungsgrenze. Ja. Aber im Grundsatz ist es möglich, sich unter Orientierung an der ortsüblichen Vergleichsmiete nach und nach in diesen Bereichen leider zähflüssig, langsam und also schmerzhaft, langwierig, aber natürlich an die ortsübliche Vergleichsmiete heranzuhandeln. Also wenn die Kappungsgrenze mal abgesenkt ist auf beispielsweise 15%, dann dauert das natürlich seine Zeit, das stimmt schon. Aber im Grunde genommen, nur weil der es ist immer so, auch die Möglichkeiten des Mietervereins sind ja beschränkt. Auch die sind ja an die gesetzlichen Vorgaben gebunden. Man wundert, also ich wundere mich manchmal, was die so schreiben. Und ich sag mal jetzt außerhalb des Protokolls, jedenfalls bei meinem ortsansässigen Mieterverein hier, frage ich mich manchmal, was der Quatsch soll. Aber ich sag mal, die kommen ja um die Rechtslage auch nicht drumherum. Ja? Man macht als Vermieter ein Mieterhöhungsverlangen, das ist ja keine einseitige Mieterhöhung, man macht ein Mieterhöhungsverlangen, und wenn das Mieterhöhungsverlangen ordentlich begründet ist und in Bezugnahme auf einen, den man ja glücklicherweise hat, qualifizierten Mietspiegel, dann hat der Mieter dem auch zuzustimmen, wenn das ordentlich gemacht ist. Ja?
Und wenn er nicht zustimmt, dann muss man ihn eben notfalls mal gerichtlich in Anspruch nehmen. Man kann es ja einklagen. Und so muss man sich dann eben hochhandeln. Und ob der Mieterverein damit glücklich ist oder nicht, sage ich jetzt einfach mal so ganz aus meiner subjektiven Sicht, ist mir als Vermieteranwalt dann letztlich auch wurscht. Da müssen die dann durch. Also Ihr Rat, wenn man dort nicht weiterkommt, im Zweifelsfall schließen Sie beiden sich uns mal kurz zu der Frage, weil das ist ja locker weniger als die Hälfte dessen, was dort im Mietenspiegel auch drin steht, egal welche Straße das ist, sodass man dort vielleicht auch eine gute Lösung dann nachher hinbekommt. Es gibt zwei Fragen hier drin, ich glaube, die wurden vorhin schon beantwortet, aber vielleicht nehmen wir sie trotzdem der Wiederholung mit rein. Und zwar, sind Neubauten komplett von der Mietpreisbremse befreit? Und wenn ich ein Einfamilienhaus mieten möchte, welche Aufschläge gegenüber dem Mietenspiegel darf ich rechtssicher hier vereinnahmen? Also Einfamilienhäuser sind, also ich sag mal, ich habe den Hamburger Mietenspiegel, der nicht mein Heimatmietenspiegel ist, nicht auswendig gelernt. Also ich habe da gelegentlich mit zu tun, aber ich glaube längere Zeit nicht in Verbindung mit einem Einfamilienhaus, wenn ich richtig informiert bin. Also da ist eine Restunsicherheit, sind Einfamilienhäuser davon nicht erfasst. Das ist bei den meisten qualifizierten Mietspiegeln so. Und wenn das so ist, dann kommt man nicht drumherum, trotzdem sozusagen, wenn man eine Mieterhöhung haben will, sich an der ortsüblichen Vergleichsmiete zu orientieren. Das ist natürlich ziemlich blöd, wenn nirgendwo steht, wie hoch die ist. Das ist ein Dilemma, das natürlich all die Leute und Vermieter auch haben, die sich in einem Bereich befinden, wo es eben überhaupt keinen qualifizierten Mietspiegel gibt. So, dann bleibt einem eigentlich nur die Möglichkeit, mit Vergleichsobjekten zur Begründung der Mieterhöhung zu arbeiten. Das ist natürlich doppelt und dreifach schwierig, wenn es um Einfamilienhäuser geht, die ja häufig sehr individuell sind. Ich sag mal, die müssen nicht identisch sein, die Vergleichsobjekte, aber sie müssen dann schon in der Nähe und dann, also ich sag mal so von der Struktur her ungefähr gleich sein. Und häufig wird es dann eben vom Mieter auch bestritten. Oder man hat die Möglichkeit, mit einem Sachverständigengutachten zu arbeiten, das teuer ist und meistens am Ende auch irgendwie auseinandergenommen werden kann vor Gericht, wo man sich dann mehr oder weniger zwangsläufig wiederfindet. Es gibt also bei der Vermietung von Einfamilienhäusern nichts Ekligeres als Mieterhöhung. Das muss man mal so sagen, qualifizierter Mietspiegel hin oder her. Das ist eine mittelschwere Katastrophe. Deswegen müsste man eigentlich gerade bei Einfamilienhäusern oder bei Objekten, die auch einem qualifizierten Mietspiegel sind, was ja ein Luxus ist, nicht unterliegen, von vornherein eigentlich eher, ich sag mal, sich im Indexmietenbereich oder im Staffelmietenbereich bewegen bei der Begründung des Mietverhältnisses. Ja, also nachträgliche Mieterhöhungen innerhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete bei Einfamilienhäusern, boah, ein Gruselkram. Das ist also wirklich extrem unangenehm. Okay, wichtiger Hinweis von Ihnen nochmal, Indexmiete, Staffelmietvereinbarung von vornherein gleich mitvereinbaren. Das löst schon mal die Probleme, die dann hinten nicht entstehen können. Die Frage von Herrn Rosengart-Jensen war noch, sind Neubauten komplett von der Mietpreisbremse befreit? Also Eigentumswohnungen im Neubaubereich, sind die komplett befreit von der Mietpreisbremse? Ja. Einfache Antwort mit zwei Buchstaben. Sehr gut. Dann vielen Dank. Wir haben es schon 17:30 und es sind noch etliche Fragen offen, auch aus dem Chat. Und da sieht man einfach, wie umfangreich doch dieses Thema dann tatsächlich ist. Wir würden das gerne so machen. Wir haben von Ihnen, liebe Kunden, grundsätzlich Kontaktdaten, weil Sie haben sich ja auch bei uns angemeldet, sind also über den Newsletter ja auch auf unser Experteninterview aufmerksam geworden. Wir würden die Fragen, die Sie hier im Chat noch gestellt haben, noch einmal mit aufnehmen und uns direkt mit Ihnen in Verbindung setzen. Und somit bleiben wir für jetzt und für heute nur Danke zu sagen für Ihre Teilnahme und vielen Dank an Sie, Herr Dr. Buss, dass wir uns hier eine Stunde Rede und Antwort gestanden haben. Und ich denke, wenn es den einen oder anderen gibt, der noch konkrete Fragen hat oder auch in konkreten Rechtssituationen drin ist, wenden Sie sich gerne einmal an uns. Ich blende gleich unsere Kontaktdaten auch noch einmal mit ein, sodass wir die Fragen oder den Kontakt zu Ihnen, Herr Dr. Buss, dann gerne herstellen, sodass auch hier niemand, wie in dem Beispiel eben gerade auf 4,20 Euro Miete zum Beispiel sitzen bleiben muss, sondern dass man dort auch geeignete Strategien oder Wege einfach finden kann, um auch in eine gute Vermittlungssituation reinzukommen. Insofern herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und wie gesagt, ich werde jetzt noch einmal die Kontaktdaten von uns mit einblenden und kommen Sie immer gerne auf uns zu, auch wenn es darum geht, eine Wohnung für Sie zu vermieten, stehen wir Ihnen auch hier sehr, sehr gerne zur Verfügung. Herzlichen Dank an Sie alle, herzlichen Dank, Herr Dr. Buss. Herzlichen Dank von mir auch.